Familienpolitik. Familienpolitik ist ein Politikfeld, das zum einen ordnungs- und gesellschaftspolitisch und zum anderen Teil bevölkerungspolitisch bestimmt wird. Vielen Akteuren geht es darum, bestimmte Vorstellungen von Familie oder zum Beispiel das Kinderkriegen zu fördern. Familie als Institution. Die antitotalitäre Grundhaltung der Väter des Grundgesetzes geschuldet, ist es die Familie als einen privaten Lebensbereich anzusehen. Der Staat sieht hier seine Funktion zunächst im Schutz der Institution Familie, weniger im Einwirken auf die Lage und Situation konkreter Familien. So wird Familie zunächst als staatsfreier Raum verstanden, der institutionell zwar zu schützen, aber im Konkreten nicht zu betreten ist. Familie ist ein privater Lebensbereich. Diesen eigenständig und selbstverantwortlich gestalten zu können, ist ein grundlegendes Freiheitsrecht. Dazu gibt es auch mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Dieses Freiheitsrecht findet seine Entsprechung in weiteren Rechtsgarantien, so zum Beispiel dem natürlichen Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Das Elternrecht endet zwar an der allgemeinen Schulpflicht, garantiert aber zum Beispiel die Entscheidung über die Teilnahme am Religionsunterricht und der Wahl der Schule. Der Artikel 6 Grundgesetz enthält aber auch eine Garantie der Lebensform Familie. Viele allgemeinverbindliche Regelungen geben diesem besonderen Schutz der Familie Ausdruck. Festlegung des Familiennamens, Beachtung familiärer Bande im Strafverfahren, Recht auf Aussageverweigerung, besondere Berücksichtigung der Familie im Erbrecht, Erbschaftssteuer und so weiter. Demgegenüber gibt es aber auch klare Ausnahmen, in der Familie nicht mehr privat und staatliche Intervention gefordert ist. Zu nennen wäre hier häusliche Gewalt, Vergewaltigung in der Ehe, Kinderwohlgefährdung und so weiter. Oft wird Familienpolitik mit Bevölkerungspolitik verwechselt. Natürlich hat die Bevölkerungsentwicklung Auswirkungen auf andere Bereiche. So ist hier der Bedarf an Schulen, Ausbildungs- und Studienplätze, Finanzierung der Altersrente und vieles mehr zu nennen. Bevölkerungswachstum fördern oder den Bevölkerungsrückgang aufzuhalten, ist aber eine fragliche Zielsetzung. Grundsätzlich kann es keinem egal sein, ob Familien ihre Kinder versorgen und erziehen, auch nicht, wie sie das tun. In jedem Fall ist das ein gesellschaftlicher Prozess mit mitunter politischen Konsequenzen. Der Staat, der auch den Menschenrechten verpflichtet ist, muss sich sehr viel mehr darum kümmern, dass Kinder unter förderlichen Bedingungen aufwachsen. Familienpolitik ist so den Kinderrechten untergeordnet. Gegenwärtig beobachten wir die Pluralisierung der Lebensformen. Der kulturell-historische Vergleich zeigt, dass das dauerhafte Zusammenleben von Menschen beiderlei Geschlecht und aus mehr als einer Generation universal ist und dies aus biologischen Bedingungen heraus naheliegt. Da dieses Zusammenleben auch in vielen anderen Konstellationen und Varianten möglich ist, stellt sich die Frage, welche Formen des familiären Zusammenlebens wäre denn hier zu schützen und zu fördern oder zumindest zu tolerieren? Hier sind zunächst Wunschvorstellungen und Leitbilder gegenüber der realen Entwicklung zu unterscheiden. Zwar bestärkt der Staat solche Leitbilder wie die Hausfrauenehe, doch werden diese auch gesellschaftlich in der Praxis von ideologischen und politischen Kräften befördert. Weiterhin gilt die vollständige Familie, Vater, Mutter, Kinder als Ideal fort. Familienpolitik bestätigt daher nur in aller Regel nach erheblicher Verzögerung die gesellschaftliche Entwicklung, die sie aber nicht alleine bewirkt hat. Umgekehrt besteht Familienpolitik darin, ein gesellschaftlich entwickeltes Leitbild zu bestärken und handhabbar zu machen. Mit der Bereitstellung von Krippenplätzen oder dem Elterngeld wird die Gleichzeitigkeit von Elternschaft und Berufstätigkeit schon ab dem zweiten und dritten Lebensjahr zugelassen, ja sogar gefördert. Der Sozialstaat ist an zwei Stellen gefordert. Erstens, der Markt ist kinderneutral. Die Einkommen, die jemand erzielt, sind unabhängig davon, ob Kinder zu versorgen sind. Mittels Kindereinkommen zu erzielen, ist grundsätzlich nicht möglich. Es scheint nur eine Frage der Gerechtigkeit zu sein, die Aufwendung für Kinder in gewissem Umfang zu kompensieren. Zweitens, die Bedingungen, unter denen Kinder aufwachsen,
die Rechte des Kindes zu schützen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Entwicklung und Lebenschancen zu fördern, Chancengleichheit herzustellen, immer unter Beachtung der Elternrechte als staatliche Maxime.